Bühne frei. Ich hatte so viele Vorurteile. Weil das mal so ganz ehrlich sagt, so herumrennen und Leute, die ohne Herz und nur mit dem Kopf auf der Arbeit sind. Und das stimmt überhaupt nicht. Wir helfen uns gegenseitig. Wir sind einfach ganz normale Menschen und geben unser Bestes tagtäglich. Das, was uns alle verbindet, ist, dass wir sehr leidenschaftlich für Themen sind. Ich hatte schon viele stolze Momente bei EY. Empathie, Motivation, Intuition. Man hat immer wieder neue Herausforderungen, lernt neue Leute kennen, man muss auf neue Leute zugehen. So we're always looking for ways to improve. We're always looking for that next challenge, that next hill to climb over. Wir merken das ja in der Gesellschaft an allen Ecken und Kanten, dass wir Veränderungen auch brauchen. Unterschiedliche Kunden, unterschiedliche Themen, unterschiedliche Teams. Ich habe die Chance, ja, 365 Tage im Jahr in die ganz unterschiedliche Organisation reinzuschauen und vor allen Dingen Lösungen schaffen, die unseren Kunden einen echten Mehrwert geben. Wir betreuen unsere Kunden ja von der Strategie bis hin zur Implementierung und das Ganze auf die Straße zu setzen. We are sitting down with our clients, we're deciphering or uncoding what they're trying to tell us. We break it down, we build things, we prototype things. Mich hat gereizt, dass in der Beratung es ja so ist, dass du jeden Tag was Neues lernst und jeden Tag neu ins kalte Wasser geschmissen wirst. Ja, wir haben ein riesengroßes Trainingsangebot und das ist auch super wertvoll, aber Learning on the Job ist einfach Learning on the Job. Die steile Lernkurve ist kein Mythos, die habe ich auch selber erlebt. Also so ein Stück weit Sky is the Limit. Ja? Also es gibt eigentlich keine Grenzen, die man bei EY hat. Wir haben thematische Experten, wir haben Technologieexperten und wir haben Leute, die diese ganzen Themen orchestrieren.